Das heißt, das Game eines Fixen, Sam, der kann viel Game und der Remix ist von Dr. Eck aus Halle. Und der macht sehr gute Beats, wie ihr auch jetzt gleich hört. Oh. Yeah. Yeah. Kann man da noch ein bisschen aufdrehen fürs Feeling? Nur ein bisschen. Aha. Yeah. Ich fass mir an den Kopf, weil keiner von euch Hi-Op heißt. Nach seinem ersten Mixtape auch nur einen ganzen Schritt weiter weiß. Ich frag mich dauernd, was aus all den Rappern geworden ist. Oder da kein Feuer, keine Leidenschaft, das soll es der Fuß. Das muss schon längst, du erreichst es dürfen nie. Wenn du nur an den Thron denkst, wieso redet ihr von Geld und nicht von etwas? Das hier kennt zum Beispiel davon, wie ihr tagelang nichts und tickt bei Weiß bis rum in 74 Bulletins. Nicht der Mut aus Flinger merkt es halt dann doch, worauf die Spasten aus sind. Heuer aufgeplustert, zeigt mir doch nur, das ist wirklich nötig. Ich hab doch nur Rap, euch braucht es halt dann doch die Frage. Mich braucht Rap, weil ich ihn zu neuen Höhen aufstehen will. Auch nicht im Trend sein, weil ich dann irgendwann out bin. Ich lass mich überraschen, Schema FOM, weil ich offenbar die Regeln des Geschäfts nicht so sehr kenne. Ich will kein Bindeglied sein zwischen zwei Extremen, die ich beide hasse, sondern einfach rappen, Recht haben, Toys leiden lassen, meine ganze Scheißwut Panama kanalisiert. Ihr wollt ja nicht schwul sein und seid dennoch so anal fixiert. Der Typ aus Kottenweiler mit dem Hotweiler, der dermaßen geile Beats macht, trotzdem kennt ihn keine Sau, da geht's ihm fasziniert. Auch ich bin fasziniert, was für eine rückständige Scheiße in Deutschland Erfolg hat. Ist er doch aus der Stadt und bildet euch auch was drauf an. Wieso ist euer Anspruch an Rap dann so extrem provinziell? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und Bauern, wollt ihr Bauern sein? Ihr gebt keinen Fick. Ich geb 100.000 und hab neben meinem Image sogar Kunst zu verkaufen. Wenn ihr keinen Fick gebt, wieso betont ihr das dann bitte? Euch küsst nicht die Muse, euch bespuckt's am Tippe. Verschont mich mit den Regeln, das entspricht nicht meinem Kunstverständnis. Ich bin offen wie ein Arschloch, wo von hier bis ganz unendlich. Auf dem Weg durch hartes Gestein und durchdringliches Granit lohnt sich ein Blick durch Heck und Seitenscheiben. Ich unterscheide nicht so gern zwischen links und rechts, eher zwischen Mensch und Arschloch. Und davon gibt's sehr viele, die sich nur einen Kopf vor morgen machen, wenn zu mir ihre Rente geht. Ich feier 365 Tage Independence Day, halb Mensch, halb Maschine. So ein Schwachsinn, ich bin Doppelmensch und 3 hoch 7 mal das Glitch. Plug-in mit dem Niveaugefälle zwischen mir und dir, bauen wir einen Staudamm und ficken den von Asuan. Ich mach Frauen verherrlichenden Minderheiten, Rap für Leute über 18, weil ihr von den Kindern keiner checkt. Einigen von euch muss ich nur zeigen, wo der Hammer hält. Der Rest ist schon so weit wie ich und arbeitet nur mit den Händen. Ihr gebt keinen Fick. Ich geb 100.000 und hab neben meinem Image sogar Kunst zu verkaufen. Wenn ihr keinen Fick gebt, wieso betont ihr das dann bitte? Euch küsst nicht die Muse, euch bespuckt's am Tippe. Yeah. Der Dr. Eck hat auch ein neues Album, das ist auch fett. Worauf kann ich noch hinweisen? My Life Without Me, super Film. Und Ratatouille ist im Sommer besser. Halle.